Wir können auch jetzt erstmal nach unten. Hier nach unten in die Mitte gehen. Weil hier ist ja nochmal so eine Tafel von allen tollen. Miau, miau. Von allen tollen Räumen. Und das war gerade der erste, den wir gemacht haben. Okay, da sind Slicks. Slogs. Das ist, glaube ich, auch ein einfacher Raum. Da! Das war der Raum, wo ich mal mein Begrüßungsvideo hatte auf meinem Kanal. Da gibt es einen Geheimgang. Da gibt es auch einen Geheimgang. Was ist das denn für ein Raum? Kenn ich nicht. Na egal, auf jeden Fall gibt es hier Räume und wir haben eine schöne Karte, wo keine Geheimgänge drauf eingetragen sind. Meine ich mal. So. Genau. Mr. Hebel hier hinten. Wir müssen erst den Hebel betätigen, damit auf der rechten Seite der Brunnen angeht. So, Mr. Oh Gott, habe ich ein Glück gehabt. Oh. Man hört möglicherweise meinen Tastendruck auf Quadrat. So. Runter, 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 runter. Und nach... Ach, wir kommen schon hier oben raus. Da haben wir schon mal das Glockenspiel. Ah, und hier vergisst man gerne mal... das Steinschloss. Aber wir natürlich nicht. Was ist das? Achso, der Dings. Brauchen wir Energie? Nö. So, recht. Das war easy. Ach Gott. Ach. Komm doch nochmal hier rüber, bitte. Bitte, komm mal her. Renn, 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 renn. Links oder rechts? Ich glaube, das ist sogar egal. So, Steinschloss haben wir aktiviert. Oh, der macht aber auch keine Faxen, ne? Nix macht der. So. Auch ein sehr interessanter mittlerer Block da. Dieser Pfosten, der da hochgeht mit diesen Nupsis, die da rausragen. Und den schönen Verzierungen da drauf. Nummer 2 ist auch fertig. So, jetzt kommen wir hier in das Level mit dem Geheimgang. Und wir haben schon eine Mine. Super. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich glaube, im Original ging das, dass man hier runterspringt. Es funktioniert auch noch. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Was war denn hier? Achso, das ist einfach nur nochmal. Auch interessant, gut. What? What the heck? Ah, okay. Super. Das Schöne ist auch hier, dass man sich aus dem Bücken runterlassen kann. Also er steht vorher nicht nochmal auf. Jedenfalls meine ich das in Erinnerung zu haben. Sollte sich der untere Stick bitte nochmal rumdrehen?
Ja. Ist das nicht wunderbar? So. Du gehst nach rechts, der obere nach links. Was ist eigentlich, wenn wir rennen? Ist das dann anders? Nee. Weil im Rennen sind wir ein bisschen schneller als im Rollen. Was mache ich denn jetzt? Eigentlich müsste ich genau jetzt laufen, ne? Hm. Dum, 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 dum. Jetzt ist der da oben scheiße. Das war schön, aber leider können wir noch keine Hebel bedienen. So. Das ist jetzt hier wieder easy peasy. Hebel betätigen, Slogs töten. Ab geht die Post. Und das zählt sogar runter, hat man gerade gesehen. Okay, der geht ja auch noch zurück. Das ist gut zu wissen. So. In den Abgrund. Yeah. So, hier haben wir betätigt. Steinschloss ist an. Hier noch das Glockenspiel holen. Habe ich gesagt, dass es hier einen Geheimgang gibt? Hier gibt es keinen Geheimgang. Da habe ich mich vertan. So, was kommt hier? Fledermäuschen? Nö. Flip, flip, flip. Next one. So, was haben wir denn hier? Ach genau, hier gibt es einen Geheimgang. Raste mal aus. Auf jeden Fall müssen wir hier nach rechts. Ihn hier hochholen. Nach links laufen. Nach hier oben. Nach links antäuschen. Dann wieder weglaufen. Hier unten rein. Mr. Rotkopf nach unten fahren. Warten, bis Mr. Rotkopf vom Lift runter ist. Dann wieder nach oben fahren. Und dann wieder nach links. Und dann hier runterfahren. Denn, ne, wir holen uns erstmal hier das Motorrad. Gut, dass man sich das nicht merken muss. Weil ich habe nämlich jetzt gar nichts verstanden. So. Hier unten ist nämlich ein Geheimgang, wo der Stick mit. Der Stick. Der Scrap mit hochgefahren ist. Und das ist jetzt, glaube ich, nach links und rechts rennen. Meine ich mal. In grüner Umgebung. Ja. Wir aktivieren erstmal unseres, weil das vergesse ich gerne. Hello. Okay. So, warum bist du da? Es macht keinen Sinn, dass du da bist. So. Dann fallt ihr alle darunter. Schön. Okay, das war doch easy peasy. So, jetzt müssen wir nochmal nach links. Oder? Nee, das kriegen wir nicht hin. Oder? Nee. Müssen wir nochmal links laufen. Nochmal nach rechts. Und ab nach Hause. 130. Und ein Traktor. Das sieht ja alles irgendwie nicht mehr so stabil aus. Weil das war gerade alles so am porös runter. Bröseln.
So, das haben wir geholt, das Glockenspiel. Dann gehen wir wieder nach unten. Hier müsste noch einer rumlaufen, genau. Den können wir einfach mal... Ich dachte, ihr hättet euch schon bekriegt. Hä? Ja, dann teleportiere dich einfach mal zu dem hin. Ist auch okay. Habe ich kein Problem mit. Hier kommen wir, glaube ich, Fledermäuschen raus. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Keine Fledermäuse. Ich bin enttäuscht. Ich will wieder Fledermäuse haben. So, das ist Nummer 4. Jetzt kommt Nummer 5. Also gibt es 8 Stück. Und ich mache es in der falschen Reihenfolge. Bin ich mal gespannt, was das hier für eins ist. Kann ich mir mal so gar nicht dran erinnern. Gehen wir jetzt erst nach links oder nach rechts? Ich glaube, wir gehen jetzt nach rechts. Ach, hier gibt's, genau, hier gibt's einen Geheimgang. Oh, gut, dass ihr euch bekriegt. Wie kriege ich dich denn jetzt hier rüber? Ich glaube, du springst hier hin, ne? Ja, tut er. Das ist schön. Machen wir nämlich erstmal den Geheimgang. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass sie uns hinterherkommen. Weil wir werden nicht hier oben rausgelassen. Wir werden über der Tür im rechten Bildschirm wieder rausgelassen. Deswegen haben wir mit dem da oben gar nichts mehr am Hut. Ja, ne? Ach so. Ah, okay. Ihr müsst jetzt alle hier hin. Weil ich muss von der linken Seite aus... Kommt mal alle her. Ich muss von der linken Seite aus chanten. Und ich glaube, wenn der da hinten sitzt, den kriege ich... Der wird nicht da reinspringen. Habe ich das Gefühl. So, du gehst mal wieder nach rechts, bitte. Back to work. So. Können wir hier schon mal anmachen. Das war klar, ich muss, okay, ich muss, wenn er auf der anderen Seite ist. So nicht. Wir warten nochmal ab. Zu früh. Zu früh, ich bin zu früh. Eindeutig. Moped macht sich besser. Yay. Warum kommst du hier nicht nach rechts? Willst du mich verarschen? Ja. Okay. Irgendwie hat er sich da vorne festgebackt. Weil er sollte eigentlich nicht da vorne rumlaufen. Jo. Jetzt müssen wir uns noch das Glockenspiel holen. Und ich muss eigentlich noch alles machen. So. Gehen wir erstmal hier oben hin.